Scheiße! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Miscreated. Es ist Nacht, jetzt hat es angefangen zu regnen und zu gewittern. Und in diesem Ort, in dem wir sind, wir haben noch keine Karte eingesammelt, habe ich schon ein wenig Licht gesehen zu Anfang, als wir reingekommen sind in den Ort. Ich weiß nicht, ob der Kerl hier irgendwo in unserer Nähe rumrennt. Ich habe immer Angst, wenn ich Licht anmachen muss, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss ab und zu Licht anmachen in den Häusern, denn sonst können wir nicht... Sonst können wir nichts sehen. Ich bin gerade noch in Ego-Perspektive, weil in den Häusern renne ich gern in Ego-Perspektive rum. Kann ich hier rüberspringen? Nein. Das sind verdammt viele Häuser. Also ich werde wahrscheinlich einige übersehen, weil ich will auch nicht alle mitmachen, weil sonst ist man hier wirklich stundenlang nur am Looten. Hör auf zu gewittern! Und ich habe noch keine Waffe gefunden, aber wir haben eine taktische Weste gefunden. Das finde ich cool. Und hier ist kein Auto drin. Eine Axt! Die nehmen wir mit. Nehmen wir den Hammer weg, packen wir den Hammer weg hier und dann nehmen wir die Axt mit. So. Ich weiß nicht, ob die Waffen unterschiedlichen Schaden machen, weil die Axt, wenn ich die schwinge, ist sie natürlich schwerer und müsste mehr Power haben. Als so ein Hammer. Allerdings habe ich mit dem Hammer dreimal auf... in der vorletzten Folge dreimal auf so einen Typen eingehauen und er war tot. Mit Axt habe ich das erstmal auch dreimal drauf eingehauen und dann war er auch tot. Also drei Schläge brauchen die wohl mindestens. Ich weiß nicht, ob man gezielt auf den Kopf prügeln kann. Hier ist ein Kopierer. Oh, das ist ja cool hier jetzt vom Wind. Hier ist jetzt Durchzug. Andere Schuhe. So. Da sind wir auch besser geschützt. Oh, noch mehr Schuhe. Aber wir nehmen die mit. Schuhe weg. Schuhe an. Hi, okay, ja. Protection High. Ja, hier regnet es durch. Oder was? Nee. Aber hier ein bisschen, hier regnet es rein. Aber das Fenster ist doch zu. Scheiße, ich hasse Gewitter. So, bald kann ich wirklich nichts mehr schleppen. Handtücher. Was ist das denn hier? Klopapierrolle in der Leere. Oh, wenn da jetzt jemand reinkommt, Alter. Also ich finde das hier mit dem Licht, jetzt mit dem Gewitter und hier die Ego-Perspektive, das ist schon fast wie so ein Horrorfilm. Das sieht irgendwie fast so aus. Wieder Trailer von Resident Evil 7. Ja, so ist das Schwein dunkel. Wir essen mal und trinken mal was. Was haben wir hier? Die Suppe hauen wir uns mal rein. Noch mehr. So. Die Pepsi, so. So. Das sieht doch schon gut aus. Achso, den Hammer hätten wir mitnehmen können. Dann packen wir hier die Pistole mal einfach so hin. Man weiß ja nie. So. Taschenlampe jetzt auf 3, müssen wir uns merken. So. Oh, richtig stürmisch jetzt. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Folgen aufnehme, machen wir das, warte ich extra mal, dass, bis es beim Server denn Tag ist. Weil ist ja blöd, wenn wir immer nur nachts spielen. Ich möchte eure Augen auch mal ein bisschen entlasten. Scheiße, bestimmt rausgelaufen wollte ich gar nicht. Oh, das ist geil. Und gleich noch dunkler geworden. Ja, die Sterne sind weg. Scheiße. Dann nehmen wir uns erstmal die Straßenseite jetzt vor, denn wir haben hier nur die eine Straßenseite gemacht.
Ja, schön meine Position verraten. Unheimlich. Unheimlich. Noch mehr Wasser. Müssen wir bald richtig schön stolern gehen. Da ist ein Beil. Ich habe immer Angst, wenn da denn auf einmal jemand um die Ecke kommt, ey. Oder hier ist jemand lauert. Ich muss zusehen, dass ich nicht alleine rumlaufe. Ich muss Verbündete finden. Was ist das denn hier? Nee, die wollen wir nicht. Aber es ist noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, es kann noch lauter werden, das Gewitter. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier ist auch nichts. Ja, ist ein bisschen nervig, wenn man hier nur durch die Häuser läuft. Man muss auch irgendein Ziel haben, wenn man keine Base baut. Eigentlich wäre ein gutes Ziel Waffe finden. Und dann irgendwie gucken, dass man dann nicht mehr alle Häuser mitnimmt. Aber so viel Platz hat man sowieso nicht. Und dann sich irgendwie einen Ort aussucht, wo man hin will. Wo ist denn die Tür? Richtig scheiße hier mit Taschenlampe. Hier war ich doch gerade drin, ne? Da geht's nämlich los. Wir gucken, ob da oben der Helm liegt. Der gelbe. Hier ist die Hose, okay. Der Helm war, glaube ich, woanders. Dann lass mal die Taschenlampe jetzt mal an. Komm schon hier rein. Cola. Noch einen Hammer brauchen wir nicht. Ein wenig gruselig, ich rede jetzt weniger, ich bin ein bisschen angespannter.
krass, wär's, wenn oben auf einmal so eine Kreatur auf einen lauern würde. Nix, noch nicht mal eine Karte habe ich gefunden. Eine Karte wäre mal ganz geil. Oh, es hat sich gespiegelt hier, oder was? Ich frage mich, ob ich hier doch bald alle Häuser durch habe. Waschmaschine und Trockner oder was? Wenn man hier so lang leuchtet, hier ist Fenster kaputt. Auf einmal rennt da draußen jemand vorbei. Futter! Die Handtücher, die sehen noch ganz schön sauber aus. Die waren das letzte Mal nicht da. Ich glaube, die kamen neu hinzu. Oder auch nicht so. Oh. Ändern sie denn? Ne, die wollen wir wieder nicht mitnehmen. Weil. Mathematische Formeln oder was? Ne, eine andere Sprache. Glaube ich. Draußen ist eine von diesen Kreaturen. Und noch ein Rucksack. Oh, so einen habe ich. Wodka! Kein Platz mehr. Nur mal so eine leere Flasche hier weg. So, ja, hier waren wir. Scheiße, da draußen lauert etwas. Ich muss... Scheiße! Du Ratte! Wo ist der da? Scheiße! Lauf! Ich blute. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Axt ausgerüstet habe. Kacke. Nee, habe ich nicht. So, jetzt. Scheiße! Bin gleich tot, ich laufe jetzt erstmal weg hier. Schlägt der Penner nicht? Prozent. Oh, und ich kann nichts sehen. Der ist immer noch hinter mir. Ja, das war's. Keine Zeit, um mich zu verbinden. Jetzt komme ich noch nicht mal auf den Leiter mehr hoch. 4%. Lauf! Lauf, du Bastard!
Alter, wieso läuft dieser Hurensohn jetzt nicht? So, aber das Ding ist weg. Energie geht hoch. Kann ich hier rauf? Nein. Ist das Ding hier vielleicht doch heile? Nee. Bisschen Dramatik. So, hier ging es doch hoch irgendwo, oder nicht? Nee. Ja, also, ja. Wenn man so eine Kreatur hört, dann bloß keine Taschenlampe anmachen. Aber ich sehe ja nichts. Ich sehe reinweg nichts. Da konnte ich, glaube ich, hoch. Wir sind hoch auf 11%. Hier ist eine Leiter. So. Den Schrecken trinken wir noch mal ein Schlückchen. Kann ich die voll machen? Nee. Ich hau mir mal den Wodka rein auf den Schrecken. So. Na gut. 16%. Ja, und das nächste Mal wird es dann wohl weitergehen, wenn es Tag ist, denn wir wollen auch mal ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Oder nicht. Wir rennen da hinten rum. Jedenfalls kein Mensch. Ja, und dann werde ich aber wahrscheinlich diese Häuser da hinten nicht mehr neu looten. Vielleicht noch ein paar Leute Häuser mitnehmen. Denn das dauert ganz schön lange, wenn man sich wirklich jedes Haus vornimmt. Und dann werden wir in diesen Gebäuden hier reingucken. War da gerade Licht irgendwo an? Nee. Ja, von hier haben wir einen guten Überblick. Es kommt auf einmal jemand hoch. Haha. Also ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es hier tagsüber weitergeht in Miscreated und wir weiter looten und vielleicht Verbündete finden. Also bis dann. Ciao.